In der heutigen Newsfolge geht es um Miami Grand Prix kommt laut Insidern 2022, Formel 1 Einnahmen brechen um 84% ein, Italien Grand Prix Datum bestätigt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Dass der Miami Grand Prix 2021 gefahren wird, ist unwahrscheinlich, aber laut Insidern soll es 2022 klappen. Die Organisatoren haben sich vor ein paar Tagen getroffen, doch aufgrund der derzeitigen Situation muss noch gewartet werden. Laut Quellen soll Miami dann aber definitiv in den Kalender rutschen. Der Meinung sind auch Teyvo Hellmann, der dafür sorgte, dass sowohl Grand Prix in Mexico City und auch Austin stattfinde, als auch Emerson Fittipaldi, der selbst in Miami wohnt. Seit 2017 arbeitet Stephen Ross, der Eigentümer des NFL-Teams Miami Dolphins und des Hard Rock Stadiums, daran, die Formel 1 nach Florida zu holen. Es gibt aber auch Probleme. Einerseits beschweren sich die Anwohner und andererseits die Bürokratie. Das Streckenlayout musste mehrfach geändert werden, damit es so wenig Komplikationen wie möglich gibt. Trotz der Tatsache, dass das Rennen 40 Millionen Dollar kosten soll und der lokalen Wirtschaft 400 Millionen Dollar einbringen soll, gibt es Widerstand. Ob es zu einer Einigung zwischen den Befürworter und Gegner des Grand Prix kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Bilanz des ersten Quartals von 2020 wurde von Liberty Media vorgelegt und sie sorgen für massive Einbrüche, gerade wegen den ausgefallenen Rennen in Australien und Bahrain. Nur 39 Millionen Dollar nahm Liberty Media in den ersten drei Monaten ein. Zum Vergleich, 2019 waren es 246 Millionen Dollar. Die eben genannten Rennstrecken haben zwar ihre Antrittsgagen bezahlt, aber diese zählen wiederum nicht als Einkommen. Das gilt auch für die TV-Verträge und die meisten Deals mit Sponsoren. Hier sind weitere Vergleiche. Haupteinnahmen von 198 auf 13 Millionen Dollar, sonstige Einnahmen 48 auf 26 Millionen Dollar, Gesamtbilanzverlust 47 auf 137 Millionen Dollar. Da es im ersten Quartal keine Rennen gab und es im zweiten Quartal keine Rennen gibt, kamen die Einnahmen nur durch Sponsorenverträge zustande, die mit Rennen nichts zu tun haben. Die Betriebskosten der Formel 1 konnten von 52 auf 43 Millionen Dollar gesenkt werden, obwohl sie nach Australien gereist und seit April Kurzarbeit angemeldet haben. Im April hat Liberty Media 1,4 Milliarden Dollar an die Teams überwiesen, damit sie die Krise überstehen. Video dazu findet ihr oben rechts. Der Italien Grand Prix wird am 6. September stattfinden. Das hat der Autodromo Internazionale di Monza bestätigt. Das bedeutet, dass sowohl der Italien Grand Prix, der Belgien Grand Prix als auch der Österreich Grand Prix an den ursprünglichen Terminen stattfinden werden und bisher nicht verschoben worden sind. Allerdings werden wohl alle drei Grand Prix als Geisterrennen stattfinden. In Belgien wartet man noch auf die Bestätigung der Regierung. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin auch zuversichtlich, dass der Grand Prix von Miami 2022 stattfindet, denn bis dahin ist noch viel Zeit, man kann noch vieles klären und die Finanzen hören sich doch vielversprechend an. Dass die Einnahmen so stark einbrechen, habe ich mir schon gedacht. Keine Rennen, keine Einnahmen. Freut mich auf jeden Fall zu hören, dass nicht noch ein weiterer Grand Prix verschoben wird, selbst wenn dieser hinter verschlossenen Türen stattfinden muss. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Florian067. Er fragt: Mike, wie würdest du es finden, wenn die Zeiten vom letzten Testtag die Startaufstellung für das erste Rennen wären? PS, bester Formel-1-YouTuber, weiter so. Die eigentliche Frage sollte wohl eher lauten: Was soll das bringen? Die Testfahrten dienen zur Funktionalität der Boliden. Ich bin absolut kein Fan dieser Idee und halte sie für absolut nutzlos. Du müsstest mir mal erklären, wie du auf diesen Gedanken gekommen bist. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.